Wie einst Sigmund Freud für die Verwendung von Kokain eintrat, so setzte Leary sich in den 60er Jahren für die universelle Anwendung der Superdroge LSD ein, der als einer der stärksten Katalysatoren für veränderte Bewusstseinszustände gilt und eine ganze Generation, gemäß Learys Beaumont Tune In, Turn On, Drop Out, zu Liebe, Frieden und sich selber finden lassen sollte. Nach mehrjähriger Forschung mit LSD im staatlichen Auftrag wurde Learys Psychologiedozentur in Harvard eingefroren. Leary selbst kurze Zeit später wegen Besitzes von 1,4 Gramm Haschisch zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt. In einem groß angelegten Prozess stellte sich heraus, dass die von Leary geleitete Brotherhood of Eternal Love eine der größten Rauschgiftproduktions- und Verteilerorganisationen der Welt war. Durch seine Mithilfe bei der Aufklärung der illegalen Verstrickungen wurde er 1976 aus der Haft entlassen. Heute will Leary kein Guru und kein Prophet mehr sein, sondern die Menschen zu selbstständigem Denken anregen. Das autonome Selbst des Menschen, die dem menschlichen Gehirn eigene Göttlichkeit, die absolute Befreiung von idealistischen und metaphysischen Konzepten gehört dazu. Fuck society. We got to stand up and say to every God out there, fuck you, God. Yeah, every one of those monotheistic. Immer sprecht ihr von Gott als Singular. Da ist Gott. Jedes Mal sagt ihr, da ist Gott, unser Vater im Himmel. Sein Königreich komme. Über wessen Königsreich sprecht ihr da? It's always him, our Father who art in heaven. Thy kingdom come. What the fuck kingdom are you talking about? Nietzsche hat Gott ermordet. Und Timothy Leary schändet seine Leiche, lässt sich resümieren. Das aber tut er immer mit einer gehörigen Portion Humor. Did you find God yet? Kannst du Gott nicht finden? Dann schau in den Spiegel. You wanna find God? Get a mirror. Unterstützt wurde er bei seiner Tour in Heidelberg von dem Psychologen Lutz Berger, dem Ethnopharmakologen und Pilzforscher Terence McKenna und dem Texter der Gruppe Grateful Death. Terence McKenna ist der Carlos Castaneda des nächsten Jahrtausends. Und das Gespann Leary McKenna wird auf seiner Europatournee in den nächsten Wochen noch von sich reden. Michael Weber für Radio Ton. Never anticipated a digital shaman.